habe da einen Mönch in Ungarn besucht, der seit einiger Zeit in Ungarn wohnt. Er ist eigentlich aus Irland. Er hat mir erzählt, was so das neueste gesunde Ding ist, nämlich Earthing. Haben Sie schon gehört? Earthing? Das ist Barfußgehen. Earthing wie die Erde. Barfuß gehen. Und da gibt es Studien, wie gesund das ist. Auch irgendwie ein elektromagnetischer Ausgleich. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen. Auf jeden Fall, dieser warme November kann vielleicht noch eine Gelegenheit bieten. Vielleicht ist sich dabei verkühlen nicht so gesund. Ich hätte es gleich ohne Socken gehen können. Naja, und umgekehrt gibt es diese vielleicht schon etwas abgedroschene Geschichte von der Prinzessin, die im Königreich ihres Vaters damals noch barfuß geht, weil da gab es noch keine Schuhe und sich an einer Wurzel den Fuß angestoßen hat und dann aufgrund des Schmerzes der Minister gesagt hat, geh, könnte man nicht das Königreich mit Leder auslegen, damit man sich nicht wehtut. Und der sich gedacht hat, naja, das ist eine sehr aufwendige Idee und wenn ich das dem König, nämlich dem Vater dieser Prinzessin sage, wer weiß, vielleicht lasst er das sogar noch durchgehen. Also vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit und er schlug vor, sie möge sich ein Stück Leder auf den Fuß binden und so auch geschützt sein. Und auf diese Art hat die ganze Misere begonnen. Aber doch auch nicht bloß Misere, sondern durchaus auch ein Schutz gegenüber allem Möglichen. Der Schuh. Und wenn wir das auf das Leben umlegen, da gibt es auch einiges, was wir eher vermeiden wollen und anderes, was wir gerne mehr davon wollen. Und manchmal tut es auch weh im Leben und die Frage ist, wie kann ich mich schützen, ohne abzustumpfen? Vor langer Zeit, vor vielen Jahren, habe ich eine Therapieausbildung gemacht und ein bisschen damit gearbeitet, bis ich es dann wieder lassen habe. Und da kam mal jemand, wollte da eine Zeit lang arbeiten und ihre Motivation war wörtlich wiederholt, ich möchte lernen, nur auf der Sonnenseite des Lebens zu gehen. Okay, also das kann ich nicht bereiten. Aber der Prozess war zu sehen, okay, es gibt Sonne und Schatten und wie kann ich auf der Sonnenseite und auf der Schattenseite gehen und dabei auf eine Weise im Balance sein und in der Balance bleiben oder die Balance auch wieder finden. Und worüber ich heute reden möchte, ist ein Aspekt Buddha-Lehre und auch also ein Begriff, nämlich Vedana in der Pali-Sprache und das hat leider kein Wort im Deutschen, auch kein Wort im Englischen, um es wörtlich zu übersetzen. Deshalb wird es oft übersetzt als Gefühl oder Gefühlstönung und manchmal auch als Empfindung. Aber das ist jeweils irreführend, weil wir mit Gefühl alles Mögliche bezeichnen, etwa Emotionen. Oder Empfindung ist eine Körperempfindung. Und das ist beides nicht. Und es kann sein, dass man nach diesen 20 Minuten, wo ich da rede, nachher auch nicht weiß, um was geht. Okay? Und das ist okay. Ja? Aber vielleicht bleibt es irgendwo so im Hinterkopf und wir haben eine Anregung, auf eine Weise zu schauen, wo wir früher irgendwann einmal vielleicht damit in Kontakt kommen und merken, aha, das könnte gemeint sein. Und vielleicht nach Jahren, wie auch immer. In der Buddha-Lehre ist Vedana ein Schlüsselthema für innere Freiheit und er hat es oft erwähnt, auch in gewissen Listen. Zum Beispiel in dieser Liste von den vier Bereichen der Achtsamkeit. Satipatthana, wichtig für die Achtsamkeitsmeditation. Achtsamkeit auf den Körper, Achtsamkeit auf den Geist. Und das als drittes und als zweites Achtsamkeit auf Vedana, Gefühlstönung. Also offensichtlich wichtig.
oder in den sogenannten fünf Khandas, was manchmal die Aggregate genannt wird, oder es ist eine sehr dynamische Beschreibung von Person, nämlich körperliche Prozesse und vier mentale Prozesse und einer davon, die alle voneinander abhängig sind, und einer davon ist Vedana. Oder es gibt eine Liste vom sogenannten abhängigen Entstehen oder Paticca-Samuppada. Das ist oft in diesen tibetischen Tankas, findet man auch diesen Kreislauf. Und da ist eines von 12 Gliedern Vedana, und zwar ganz ein wichtiges, nämlich eine, wo wirklich eine Weichenstellung stattfindet zwischen, baue ich mir noch mehr Leid auf oder etwas weniger Leid. Also insofern ist Vedana nicht unwichtig. Aber was ist Vedana oder wie könnte man es denn übersetzen? Ich habe es mal übersetzt als Beigeschmack. Ich liest es aber sonst nirgends und vielleicht liege ich ein bisschen daneben, aber es geht darum, dass jede Erfahrung irgendwie so einen Beigeschmack hat und es ist nicht eine Emotion, es ist nicht etwas, was wir verbal ausdrücken, es ist nicht Wut oder Freude, sondern es ist etwas, was im Geist erlebt wird und es ist entweder, und so wird es definiert, angenehm, unangenehm oder weder angenehm noch unangenehm. Also mit dem kann man vielleicht mehr anfangen, angenehm oder unangenehm oder weder angenehm noch unangenehm. Das wird oft als neutral übersetzt. Aber im klassischen Text heißt es weder angenehm noch unangenehm. Also so mittlerer Bereich. Wir sind häufig mit der Aufmerksamkeit bei den extremeren Bereichen. Und das hat auch einen gewissen Sinn, weil selbst Einzeller erleben angenehm und unangenehm und da geht es ums Überleben. Wenn es unangenehm ist, weg davon. Wenn es angenehm ist, da kann man leben. Wir sind komplexer. Es geht nicht nur ums Überleben. Das heißt, diese automatische Reaktivität darauf, die ein Einzeller hat, die muss vielleicht nicht unbedingt sein, oder es mag hilfreich sein, mag manchmal auch nicht hilfreich sein für uns Menschen. Wichtig ist, es wird im Geist erlebt und man unterscheidet zwischen körperlichen und geistigen Vedana. Aber das bedeutet, dass die Ursache davon entweder im Körper ist oder im Geist. Ein Beispiel, wenn wir Rückenschmerzen haben oder Knieschmerzen haben, dann ist es angenehm oder unangenehm? Okay, es ist offensichtlich. Und Vedana ist auch etwas sehr Offensichtliches. Es ist so offensichtlich, dass man gar nicht so unbedingt die Aufmerksamkeit speziell darauf richtet. Ah, unangenehm. Ist es immer unangenehm? Das lasse ich mal dahingestellt. Es mag Erfahrungen geben, die für manche angenehm sind und für manche unangenehm. Zum Beispiel, wenn ich diese nach einer Dreiviertelstunde die Glocke läute. Ah. Oder jemand kommt gerade erst nach 40 Minuten so richtig rein. Ah, jetzt ist das Samadhi da. Und dann. Also es kann unterschiedlich erlebt werden. Unterschiedliche Konditionierungen können dazu führen, ob etwas als angenehm oder unangenehm erfahren wird. Oder der Duft von einer bestimmten Blume mag jemand als angenehm, wer anderes nicht, als unangenehm erleben. Oder je nachdem, wie es uns gerade geht und wie wir gerade drauf sind. Das heißt, die Ursache kann im Körper sein, die Ursache kann aber auch im Geist, eine mentale sein, nämlich ein angenehmer Geisteszustand von Frieden oder Freude oder Ärger ist vielleicht nicht so angenehm. Oder Gedanken. Angenehme Gedanken, schöne Gedanken, unangenehme Gedanken. Wieso darauf achten? Weil dieses Vedana unser Verhalten sehr beeinflusst und wir ständig mehr oder weniger reagieren auf Angenehmes und Unangenehmes. Und es zu erkennen und damit vielleicht auch innezuhalten und nicht sofort automatisch zu reagieren, vereinfacht oft die Dinge. Und es bewahrt uns vor allen möglichen Geschichten, Reaktionsmustern etc. etc. Da gibt es eine teilweise jetzt schon etwas berühmte Lehrrede
des Buddha, die sogenannte Salla Sutta, das heißt die Lehrrede an die Saller, die Saller waren ein Volk oder ein Bezirk in der Gegend, wo der Buddha auch immer wieder durchgekommen ist. Und wenn ihr das sucht, dann gibt es mehrere Salla Suttas, also eine davon ist es, die vom Pfeil, durch einen Pfeil heißt es. Und ich werde so Stück für Stück davon vorlesen und dann noch dazwischen ein bisschen Senf dazugeben. Und es ist eine von den eher leichteren Suttas. Und da heißt es, der unerfahrene, gewöhnliche Mensch empfindet ein Wohlgefühl, empfindet ein Wehgefühl, empfindet ein weder Weh noch Wohlgefühl. Also angenehm, unangenehm oder neutral. Auch der erfahrene, edle Praktizierende empfindet ein Wohlgefühl, ein Wehgefühl, ein weder Weh noch Wohlgefühl. Was ist da nun die Besonderheit, die Verschiedenheit? Was ist der Unterschied zwischen einem erfahrenen Praktizierenden und einem unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen? Und dann sagt der Buddha und dann sagen die Mönche, ja, im Erhabenen wurzelt für uns die Lehre, möge er uns belehren. Und dann beginnt er zu sprechen. Wird da der unbelehrte gewöhnliche Mensch von einem Wehgefühl getroffen, dann ist er traurig, beklommen, jammert, schlägt sich stöhnend an die Brust, gerät in Verwirrung. So empfindet er zwei Gefühle, ein körperliches und ein gemüthaftes oder geistiges. Gleich wie, wenn da ein Mann von einem Pfeil angeschossen würde und er würde dann noch von einem zweiten Pfeil angeschossen, dann würde dieser Mensch die Gefühle von zwei Pfeilen empfinden. Dann machen wir halt. Hier wird, wie oft in den Lehrreden, schwarz-weiß gemalt. Da ist der gewöhnliche Mensch und da ist der erfahrene Schüler. Und ich kann gleich mal jetzt sagen, wir sind beides. Wir sind vielleicht in einem Moment die eine Kategorie, in den anderen die andere. Ja, je nachdem, wie achtsam wir sind oder wie wir uns gerade beziehen auf Dinge. Das heißt, ein Punkt ist, alle Menschen erfahren diese drei Arten von Gefühl oder von angenehm, unangenehm und neutral, und zwar ständig. Und selbst auch Fortgeschrittene oder der Buddha selbst würde das stets erfahren. Angenehm, unangenehm und neutral. Und das ist der erste Pfeil, wenn es unangenehm ist. Der zweite Pfeil ist das Jammern, Hadern und so weiter. Und das kann man für sich selber vielleicht noch mehr eingrenzen oder Beispiele finden, wie wir das selbst tun. Also wir werden uns vielleicht nicht an die Brust schlagen, aber hadern? Warum nicht? Oder warum ich? Warum passiert das mir? Warum habe ich es so schmerzhaft oder so unangenehm? Zum Beispiel. Ich war jetzt unlängst in übrigens sehr empfehlenswerten Viktor Frankl Museum und da sind verschiedene so interaktive Schaukästen und so weiter. Und eine ist, wo jemand irgendein Schicksal hat und fragt, warum ich, warum gerade mir? Und die Antwort von Viktor Frankl ist, das ist die falsche Frage. Stell eine andere Frage. Stell die Frage nach, wie gehe ich damit gut um? Oder was kann da für ein Sinn dahinter sein und so weiter? Ich denke, da Buddha hätte auch etwas Ähnliches oder wenn nicht sogar das Gleiche gesagt auf dieses Warum gerade ich? Einfach deshalb, weil der Buddha wiederum sagt, naja, Leid, Schmerz ist ein Teil des Daseins und es kommt für die einen so und für die einen so und für die einen so, aber ausgespart ist niemand. Das ist ein Teil des Daseins. Warum gerade ich? Ist die falsche Frage, weil wir sehen da nicht das Universelle daran. Ein zweiter Pfeil kann auch sein, immer passiert es mir, immer, oder was auch immer. Oder wie lang geht das noch? Oder das und das könnte noch ärger werden, oder wie auch immer. Wir können das beobachten, was unsere zweiten Pfeile sind, wenn wir eine unangenehme Erfahrung haben. Oder manchmal wird es genannt, die stressverschärfenden Gedanken, die das einfach noch schlimmer machen, was jetzt schon schwierig oder unangenehm ist.
Und ein Aspekt von Meditation ist sehr wohl auch zu beobachten für den Geist. Wie kreiert er zusätzliches Leiden zu dem, das vielleicht eh schon da ist? Nicht immer, es ist ja auch angenehmer. Aber wenn es nicht angenehm ist. So, und dann geht es dann weiter in der Lehrrede. Ebenso nun auch, ihr Mönche, wenn der unbelehrte gewöhnliche Mensch von einem Wehgefühl getroffen, traurig, beklommen, jammernd, sich stöhnend an die Brust schlägt, in Verwirrung gerät, dann empfindet er zwei Gefühle, ein körperliches und ein gemüthaftes. Ist er von dem Wehgefühl getroffen worden, so leistet er Widerstand. Dann wird in ihm, der dem Wehgefühl Widerstand leistet, der Hang zum Widerstand gegen das Wehgefühl angelegt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Nämlich, manchmal wird das übersetzt als die zugrunde liegende Tendenz, die ist da und die wird noch verstärkt. Und das ist insofern wichtig, weil das wird in der Pali-Sprache Anusaya oder so zugrunde liegende Tendenz genannt. Nämlich die Reaktion auf Leid, auf Unangenehmes mit Widerstand zu reagieren. Das heißt, wenn Ärger, Angst, Wut auftaucht, dann hat das wohl auch was Entlastendes in dem Sinn, dass man sich denken kann, okay, das ist angelegt, das ist etwas, was viel praktiziert worden ist. Und nicht, weil ich das jetzt wünsche oder weil ich das jetzt eingeladen habe. So eine Macht innerer Gewohnheit. Und es hilft vielleicht, das nicht so persönlich zu nehmen oder sich schuldig zu fühlen. Wichtig wäre allerdings, und da hapert es oft, zu sehen den Unterschied zwischen einer unangenehmen Erfahrung, also der unangenehmen Beigeschmack einer Erfahrung und der Reaktion darauf. Wenn man nicht achtsam ist, ist das das Gleiche. Ist es aber nicht. Dann geht's weiter. Wird sie nun von einem Wehgefühl getroffen, das ist jetzt eine andere Möglichkeit, dann genießt er oder genießt sie Sinnenwohl. Und warum? Nicht kennt sie ja eine Entrinnung von dem Wehgefühl anders als Sinnenwohl. Dann wird in ihm oder ihr die Sinnenwohl genießt, der Hang zum Reiz oder zum Sinnenwohl angelegt. Naja, das kennt man vielleicht auch, okay. Unangenehme Situation, vielleicht auch emotional unangenehm. Ja, man kann sich ablenken. Ich kann einen Kaffee trinken oder was Gutes essen oder was einkaufen gehen oder Schokolade essen oder jemanden anrufen. Und das ist ja nichts Schlechtes per se. Aber es lindert das Symptom, aber es führt vielleicht nicht wirklich zu den nachhaltigen, tiefen inneren Frieden. Unangenehm. Widerstand? Ah, was Angenehmes suchen. Das kennt man irgendwo. Und das lässt sich häufig beobachten. Geht es weiter? Er oder sie kennt nicht der Wirklichkeit gemäß, der Gefühle entstehen, vergehen, Befriedigung, Gefahr und Entrinnung. Kennt nicht Befriedigung und Gefahr. Befriedigung ist, wenn es angenehm ist, ist es angenehm. Gefahr, das ist die Gefahr, dass es vergeht, dass es vergänglich ist, dass es nicht nachhaltig ist, dass es uns vielleicht nicht das gibt, was man sich in der Tiefe sehnt, sondern dass es auf einer oberflächlichen Weise vorübergehend befriedigt. Speisen, Berührung, schöne Aussicht. Der Buddha vergleicht so angenehme Sinneserfahrung mit einem Traum. Traum ist auf eine Weise substanzlos und nicht fassbar. Und so, wenn man so zurückdenkt an all die schönen Erfahrungen, ist irgendwie ein bisschen wie ein Traum, es ist vorüber. Aber die Erinnerung ist noch da. Aber die Erinnerung ist blasser als das Erleben selbst. Irgendwann vergeht die Erinnerung auch. Und genauso ist eben weder angenehm, unangenehm, weder noch instabil. Und wenn man mehr Aufmerksamkeit darauf gibt, merkt man, verändert sich, ist nicht wirklich stabil. Ich habe einen körperlichen Schmerz derzeit und unternehme auch etwas dagegen. Aber
merke ihn untertags kaum, aber wenn ich meditiere, dann spüre ich alles. Und das macht es jetzt nicht unbedingt so angenehm. Da haben auch schon Leute gesagt, warum meditiere, wenn ich das alles mehr spüre, dann spüre ich das Unangenehme mehr. Ja, aber ich spüre auch das Angenehme mehr. Und es ist noch etwas möglich, nämlich da mag körperlich Angenehmes und Unangenehmes zu spüren sein. Aber es gibt ja auch Vedana, das vom Geist kommt. Und wenn beim Geist still, ruhig, klar, freudvoll wird, ja, dann ist da auch Angenehmes wieder, ne? Selbst wenn es irgendwo körperlich auch Unangenehmes gibt. Das heißt, wir bleiben nicht auf dem einen hängen. Der Buddha hat einen Vergleich, wo zwei Feuerhölzer aneinander gerieben werden und dann entsteht Feuer. Und das wird verglichen mit Bewusstsein, das entsteht, wenn ein Objekt ist und ein Organ, zum Beispiel das Ohr und ein Geräusch, wie wir es jetzt haben. Und dann entsteht Hörbewusstsein. Und dieses Hörbewusstsein hat unweigerlich auch einen Beigeschmack. Angenehm, unangenehm oder weder noch. Ja, zum Beispiel der Klang von schöner Musik, ja, angenehm. Oder von einer Kreissäge, vielleicht nicht so angenehm. Und wenn der Kontakt aus ist, dann ist auch das Vedana, das der Beigeschmack aus. Und dann kommt wieder was Neues. Das heißt, Vedana kann man nicht willentlich herstellen, sondern ist ein Resultat. Je nach Bedingungen, je nach Konditionierungen, Stimmungen. So wie zum Beispiel dieses Beispiel von der Glocke, also dem Gong. Das heißt, und das ist wichtig, dass Vedana nicht die Eigenschaft eines Objektes ist, sondern die Qualität im Erleben. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nicht das Objekt per se. Und es gibt auch etwas, das ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, weil das klingt masochistisch, aber es gibt sogar Schmerz, körperlichen Schmerz, der muss nicht immer unangenehm sein. Es kann sogar kippen und angenehm sein. Aber im nächsten Moment auch vielleicht wieder unangenehm. Oder wenn wir essen, es kann angenehm sein, oder irgendwann sind wir satt und es wird irgendwie unangenehm. Es wechselt. Und das ist das gleiche Objekt. Und dann geht's weiter. Wir haben etwas noch ausgelassen, also das ist ganz was Wichtiges. Dann wird in ihm oder ihr das Entstehen und Vergehen und die Befriedigung und die Gefahr und die Entrinnung nicht der Wirklichkeit gemäß erkannt. Beim weder Weh noch Wohlgefühl wird der Hang zum Unwissen angelegt. Und so fühlt jemand ein Wohlgefühl, da fühlt er es als Gefesselter, fühlt er ein Wehgefühl, fühlt er es als Gefesselter, fühlt er ein weder Weh noch Wohlgefühl, fühlt er es als Gefesselter. Das nennt man, wir Mönche, einen unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen. Also angenehm, unangenehm und neutral oder weder angenehm noch unangenehm mit der Tendenz zur Unwissenheit oder Ignoranz. Was heißt das? Üblicherweise geht die Aufmerksamkeit auf angenehme und unangenehme Reize. Und dazwischen gibt es ganz viel Neutrales. Neutral, was könnte es sein? Vielleicht der kleine Zehkraut, der nicht wehtut. Oder die weiße Wand. Oder wenn man die Aufmerksamkeit in der Meditation zum Atem gibt, dann kann es sein, dass der so in einem mittleren Bereich ist. Und es ist schwer, erstmal die Aufmerksamkeit auch dort zu halten. Weil eben genau dort, wo neutrale oder im mittleren Bereich, weder besonders angenehm noch besonders unangenehm, also erst auch eine gewisse Feinfühligkeit braucht, darauf zu achten. Unsere Reitschwelle ist oft höher und nicht so trainiert. Das heißt, man sucht nach Stimulation und die ist da im mittleren Bereich nicht so sehr zu finden. Na, dann unterhält man sich halt innerlich irgendwie und kriegt wieder Stimulation. Aber mit mehr und mehr Ruhe, Klarheit und Achtsamkeit wird man bemerken, relativ neutrale Beigeschmäcker, wenn ich es so nenne, sind im Grunde das häufigste, am meisten. Nur übersieht man sie oft. Dadurch kann das Erleben sehr lebendig werden. Und etwas, was man als langweilig empfindet, weil einfach es nicht so intensiv ist, ist plötzlich nicht mehr langweilig. Und was man noch bemerken kann, ist,
dass wenn ein neutrales Gefühl oder Beigeschmack da ist, wir sind uns dessen gewahr, was dann passiert auf einer subtilen Ebene, es tendiert dazu, leicht angenehm zu werden. Und zwar deshalb, weil es eine relativ ruhige Qualität hat oder eine nicht so intensive Qualität hat, die man dann lernt zu schätzen. Dann sagt der Text, man ist gefesselt. Was heißt das? Gefesselt heißt automatisch reagieren. So wie ein birmanischer Meditationslehrer und Mönch es mal genannt hat, im unangenehmen Beigeschmack oder Gefühl wohnt unter Anführungszeichen Aversion und Abneigung. Und in der angenehmen Verlangen, Festhalten, es wiederhaben wollen. Und in der neutralen es ignorieren, so ausspacen, sich verlieren, das Interesse verlieren. Aber es heißt nicht, dass das automatisch sein soll, sondern das ist der Hang, das ist das, was meistens geschieht. Jetzt kann man sagen, naja, was ist schlecht an einem guten Kaffee? Was ist schlecht an einem angenehmen Bad? Nichts ist schlecht. Was man allerdings bemerken kann, ist, dass, und das bemerkt man oft erst dann, wenn was wegfällt, wie so oft unbewusst ein Festhalten entsteht. Und so kann es auch hilfreich sein, von Zeit zu Zeit auch mal was wegzulassen. Ich habe jetzt erst Freunde getroffen, die waren jetzt 7 Tage Fasten im Waldviertel. Und so klar und so gut drauf und so voll Energie und ausgeglichen habe ich das schon lange nicht erlebt. Also offensichtlich manchmal kann auch so ein Vereinfachen, gewisse Genügsamkeit auch hilfreich sein. Vielleicht oft nur im Kleinen. Das heißt, manchmal sind wir reaktiv auf angenehm, unangenehm, neutral, manchmal auch nicht, weil es sowas gibt wie Ausgeglichenheit und Gleichmut. Oder man bemerkt, ah, das ist angenehm, Punkt. Ah, das ist unangenehm. Und das ist das vielleicht Wertvolle oder Praktische auch für Alltag und für Meditation, dieses Lernen innezuhalten und auf dieses Simple zu schauen von Zeit zu Zeit, nicht die ganze Zeit, von Zeit zu Zeit. Ah, das ist angenehm. Ah, das ist unangenehm. Punkt. Oder man könnte es benennen auch nur angenehm. Nur unangenehm. Bevor man die ganze Geschichte draus macht. Und oft ist es aber so, dass man es erst bemerken, wo schon ganz viele Reaktionen auf etwas ist. Das macht nichts. Man kann trotzdem innehalten und schauen, wo kommt es her? Aha. Oder manchmal fühlt man sich irgendwie total, irgendwie unrund oder genervt und weiß eigentlich gar nicht warum. Und da mal hinzuschauen, was ist. Ich habe einmal mir so unrund und irgendwie gefühlt. Dann habe ich so innehalten und geschaut, was ist. Da ist kein Wohlgefühl im Körper gerade. Und dann bin ich drauf gekommen, das T-Shirt ist zu eng. Das hat da eigentlich. Da ist die Lösung relativ leicht. Kann man das umziehen und ein anderes T-Shirt. Wenn das nicht geht, verweile bei dem und wie weit kann ich mit diesem unangenehmen Gefühl öffnen. Aber wenn man es ändern kann, dann warum auch nicht ändern? Oder kalt oder hungrig oder was auch immer. Oder eine nicht wahrgenommene, schwierige, aber subtile Emotion. Also von Zeit zu Zeit eventuell innehalten. Aha, ist da so im Gemüt und im Körper Wohlgefühl oder Unwohlgefühl oder weder noch. Vielleicht ist es weder noch und wir spacen weg. Angenehm. Oder unangenehm. Nur unangenehm. Statt große Geschichte draus machen. Das kann es vereinfachen. Während so die Achtsamkeit auf das Neutrale wieder und wieder mehr die Lebendigkeit und Intensität mit sich bringt. Auf Dinge achten, auf die man sonst vielleicht nicht so achtet. Also übersieht. Es tut nichts weh. Es ist nicht super angenehm, aber es tut nichts weh. Wie fühlt sich das an, wenn nichts weh tut? Und so sagt der Buddha auch an einem Punkt, Vedana, Gefühle,
Beigeschmäcker sind wie die Winde, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Kalt, warm, stark, sanft, mal von der Seite, mal von der Seite. Und es lohnt sich nicht, daran anzuhaften, sondern vielmehr sich zu öffnen, diesen wechselnden Winden, soweit es geht. Und dann sollte man aber noch weiterlesen als den letzten Absatz, nämlich hier geht es um der erfahrene, edle Praktizierende oder die erfahrene, edle Praktizierende wird von einem Wehgefühl getroffen. Dann ist sie nicht traurig, beklommen, jammert nicht, schlägt sich nicht stöhnend an die Brust, gerät nicht in Verwirrung. Und so empfindet sie nur ein Gefühl, ein körperliches, kein gemütmäßiges. Gleich wie da jemand von einem Pfeil angeschossen wird, aber kein zweiter Pfeil würde nach ihm oder ihr geschossen. Dieser Mensch wird nur das Gefühl von einem Pfeil empfinden. Und ebenso auch, wenn der belehrte, edle Praktizierende von einem Wehgefühl getroffen wird, dann ist er nicht traurig, beklommen, jammert nicht und so weiter, gerät nicht in Verwirrung, sondern empfindet nur dieses eine, ein körperliches, nicht gemüthaftes. Das heißt, was da versprochen wird, ist nicht nur Sonnenseite, aber nicht noch durch eigene Reaktionen das Ganze zu verstärken. Und das kann es etwas leichter machen.